sind halt Erste geworden. Ja, das sieht man ja hier. Und das Design, das haben wir uns halt so ausgedacht, weil im Moment ja Herbst ist. Und dann haben wir dazu halt die passenden Farben so genommen und auch, ja. Wir sind halt alle vier richtig gute Freundinnen. Und dann haben wir halt gedacht, wir machen was, weil unser Deutschlehrer hat halt die Zettel, hat die halt auf den Tisch geholt und dann haben wir halt gesagt, ja, okay, das machen wir. Wir haben das ohne die AG gemacht und unsere Väter haben uns auch geholfen etwas, aber das größte Teil haben wir gemacht, ja. Ja, also das Auto hat das Rad nicht in der Mitte wie die normalen Autos, sondern hat es hier an der Seite. Und es ist wirklich alles aus Stecken gemacht, also das ist alles aus Holz, selbst hier, das ist aus Holz, das wir selbst abgesägt haben und auch die kleinen Lagerböcke vorne. Wir haben die verschieden angemalt, die Räder. Also hier ist es, das sind so Herbstblätter, soll es darstellen. Und es funktioniert halt auch wie bei den anderen. Man zieht den Stock nach hinten und wickelt den ein. Hier ist ein kleiner Nagel, wo wir die Schnur mit der Schlaufe dran befestigen und dann einfach aufwickeln und dann einfach nur loslassen und dann fährt's. Ich habe überhaupt nicht gedacht, dass wir Erster werden und wir haben uns so gefreut. Ja. Ja. Ich habe mich wie ein Star gefühlt. Ja, wir haben halt überlegt, wie wir heißen könnten als Team. Und dann haben wir halt gesagt, wir nehmen jetzt von jedem die zwei Anfangsbuchstaben und die haben wir dann in eine Reihenfolge gebracht, dass es sinnvoll ist. Ja. Nein. Heißt das Team? Das Team heißt jetzt Yokohama. Yokohama! Super. Okay, haben Sie. Spektakel müssen sein, haben wir gesagt. Und wir geben uns Mühe, Spektakel jeglicher Art zu schaffen. Nach dem Motto, einen Jux soll man sich machen, weil die Sache ja Spaß machen soll. Und man sieht bei den Leuten, die hier am Start sind, die ihre Eltern, Großeltern mitbringen oder von weit her kommen, um sich das anzugucken, es macht Spaß. Wenn man die Gesichter sieht bei den Kindern, die vorne am Start stehen und mit ihren Fahrzeugen mitfiebern, dann sieht man auch Herzblut, was da geflossen ist. Und ja, die Formel M ist von daher gesehen so eine Standardveranstaltung der Schule und von Herxheim geworden. Die Frage ist natürlich nochmal für die, die es nicht wissen, Formel M ist ein leider nicht rechtlich geschützter Begriff, weswegen er auch gekapert worden ist. Die meint eigentlich Fahrzeuge, die von der Kraft einer Mausefalle angetrieben werden und die aus Holz und oder Metall gebaut werden. Das haben wir vor 16, 17 Jahren, 2001, 2 rum ungefähr mal zu zweit, da hatte ich noch einen Kollegen dabei, beschlossen, das so zu machen, damit an jeder Schule in Deutschland mit gängigen Werkstoffen selbst gebaut, ohne Verbau von Fertigteilen, solche Fahrzeuge gebaut werden können. Holz und Metall ist an jeder Schule in Deutschland im Prinzip auch zu bearbeiten. Obendrein billig, Umweltgesichtspunkte kann man auch noch mit reinziehen und damit sind wir eigentlich bei dem Begriff gelandet. Ja, das Mausefallenrennen, das Formel-M-Rennen findet meistens Ende November, in den letzten Jahren immer auf einem Freitag statt. Und man kann sich jetzt schon darauf einstellen, auch im kommenden Jahr wird es wahrscheinlich am letzten oder vorletzten Freitag im November stattfinden. Solange ich fit bin, mache ich das. Und okay. Solange die Mausefallen fit sind. Okay, gut.